Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Part von Marco liest. Heute wird's mal ein bisschen anders als sonst, oder wird's eine andere Story, deswegen muss ich mal ein bisschen eine Einleitung geben. Ihr wisst ja, dass ich mich momentan viel mit dem Thema Krieg in Irak, Afghanistan so auseinandersetze und ich finde das Thema halt interessant. Ich lese momentan noch viel darüber und deswegen muss ich euch heute wieder sowas vorsetzen. Ich hatte vor ein paar Tagen einen ziemlich intensiven und emotionalen Traum. Und das liegt daran, ich habe ja zuletzt ja das Buch gelesen, Feldpost, Briefe deutscher Soldaten aus Afghanistan. Das habe ich innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Also es hat mich wohl doch gewissermaßen etwas sehr berührt und mitgenommen, das Buch. Deswegen habe ich das wohl geträumt. Naja, und ich beschäftige mich ja auch momentan viel mit dem Thema Träume. Also ich führe ein Traumtagebuch. Und befasse mich mit luzides Träumen und ich konnte nicht anders und habe aus diesem Traum, den habe ich mir halt aufgeschrieben und dann halt in eine Kurzgeschichte umformuliert, also richtig in eine vernünftige Geschichte. Und diese Geschichte möchte ich euch ganz gerne heute vortragen, da sie mir persönlich jetzt tatsächlich sehr was bedeutet. In diesem Fall danke ich auch schon mal Bloody, der heute für mich, also seinen eigenen Charakter, der im Traum vorkam, gesprochen hat. Und das im Grunde ist diese Story auch jetzt eine kleine Widmung daran, weil er für mich sowas wie ein bester Freund geworden ist. Und ja, ich wünsche euch deswegen jetzt, Spaß kann man bei dieser Story wohl eher schlecht sagen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Deswegen, jetzt kommt die Kurzgeschichte Blut an meinen Händen. Anfangs nahm ich alles nur verschwommen wahr. Ich war gedanklich nicht hier, sondern in einer höheren Sphäre. Irgendwo zwischen Wachsein und Schlaf. Mein Körper fühlte sich schwer an, überfordert, angestrengt, belastet durch die drückende Hitze, die um mich herrschte. Ein neues Ruckeln ließ mich richtig erwachen und meine Augen brannten, aber wegen der Schutzbrille konnte ich sie erst nicht reiben. Schnaufend hob ich die Brille und schüttelte gähnend den Kopf, während mein Sitznachbar mich anstieß. Hey Marco, penn nicht ein! Ah, sorry, ich hatte die letzte Nacht Wachdienst. Murrte ich genervt, aber mein Kumpel hatte Verständnis. Marcel und ich waren beste Freunde. Immer bereit, alles zusammen durchzustehen und wenn nötig, füreinander in die Bresche zu springen. Er grinste mich schräg an, aber innerlich schien ich irgendwie abwesend und ihn kaum zu beachten. Leider war es nachteilig, bei einer Patrouille nicht auf der Höhe zu sein, besonders wenn es ein so feindliches Gebiet war. Bedrohungen konnten an jeder Ecke warten. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als vor mich hin zu träumen. Mein Blick wanderte durch das Fenster. Wenn eine Farbe in Afghanistan oft vorkam, war es braun. Braune Häuser, braune Straßen, braune Berge, braune, kahle Bäume. Insgesamt war das ganze Land sehr runtergekommen und die Bewohner liefen umher wie Bettler mit wenig ordentlicher Kleidung. Trotzdem hatten diese Menschen unsere Hilfe verdient. Sie waren auf uns angewiesen. Ich nahm kurz meinen Helm ab, um mir den Schweiß von der Stirn zu wischen. Es war brütend heiß unter der sandfarbenen Uniform und der Ausrüstungsweste, aber Pflicht war Pflicht. Meine Gedanken wollten sich einfach nicht auf unsere Mission konzentrieren und so entglitt mir wieder die Realität. Manchmal war es wirklich fraglich, ob alles real war. Dann ein lauter Knall. Und ohrenbetäubendes Dröhnen ließ meine Ohren klingeln. Ich war kurz taub und merkte, wie eine Erschütterung das Fahrzeug erfasste. Der Humvee machte einen Satz. Und schon schoss mir eine Hitzewelle entgegen. Der Vordersitz wurde förmlich in Stücke gerissen und der Fahrer verschwand in einem Inferno. Uns blieb keine Zeit, Angst zu haben und das Adrenalin erledigte den Rest. Marcel, ich und Andy warfen uns blitzschnell auf die Straße und entkamen der Druckwelle. Kaum hatte ich den staubigen Geschmack des Sandes im Mund, hörte ich ein Zischen an meinem Ohr. Jemand schoss auf uns. Und das sehr gezielt. Andy war ein guter Soldat und sprintete hinter unseren angeschlagenen Humvee. Er eröffnete das Gegenfeuer. Marcel rief mir zu. Marco, alles okay? Ja, ich denke schon. Wo sind diese Scheißkerle? Schrie ich zurück und rollte mich ebenfalls hinter den Jeep zu meinem Kollegen. Marcel deutete auf ein verfallenes Gebäude mit flachem Dach, auf dem sich einige Taliban neu formierten. Wir entsicherten die Waffen und feuerten zurück, was unsere M16 hergaben. Hülsen von Patronen flogen durch die Luft,
und das Rattern unserer Maschinengewehre verschmolz mit den Schreien der panischen Zivilisten. Andy runzelte die Stirn. Dann drehte er sich um, als ob er etwas Ungewöhnliches bemerkt hätte. Leute, Scheiße, hinter uns! Wir reagierten zwar, aber es war zu spät. In den Trümmern eines Familienhauses hatten sich zwei weitere Feinde in Stellung gebracht und eröffneten das Feuer. Dann ging alles in Zeitlupe. Ich hörte einen neuen Knall und dann zuckte mein bester Freund keuchend zusammen. Mein Atem blieb stehen, genau wie mein Herz, als sein Körper sich langsam nach vorne beugte und dann immer tiefer zu Boden sank. Mein Blick weitete sich und ich fühlte mich ohnmächtig. War das gerade wirklich passiert? Andy schrie mir etwas zu, aber ich nahm es nicht wahr. In meinem Magen bildete sich ein ekelhafter Kloß, der für blubbernde Geräusche sorgte. Andy drehte sich auf den Rücken und schaffte es, die Angreifer mit seinem Gewehr niederzumähen. Ich war wie erstarrt und sah fassungslos auf meinen Freund nieder, der keuchend gegen den Wagen lehnte. Erst schrie er und krümmte sich vor Schmerz, aber es dauerte nicht lange und der Schock setzte ein, als hätte man einen Fernseher auf stumm geschaltet. Ich ignorierte den Trubel um mich herum und schien gar nichts mehr von dem Schusswechsel mitzubekommen. Stattdessen fiel ich auf die Knie und untersuchte meinen Kameraden. Ich fand die Wunde am Bauch. Ein Bauchschuss. Scheiße. Man musste kein Sanitäter sein, um zu wissen, dass ein Bauchschuss im Krieg fast immer tödlich endete. Der Blutverlust war enorm. Und so war es auch dieses Mal. Die rote Flüssigkeit lief aus der Verletzung, färbte seine Jacke rot und machte die Kleidung klebrig, wenn eine Lache sich langsam ausbreitete. Endlich kehrte ich in meinen Körper zurück und drückte meine Hände auf die Verletzung. Nein, Marcel, das ist halb so wild. Beiß die Zähne zusammen, Soldat! Sein Gesicht war verzerrt. Und leider war er zu klug, um durch mein Gerede neuen Mut zu fangen. Er kannte die Tatsachen und keuchte angestrengt. Fuck. So wollte ich nicht draufgehen. Alter, du wirst nicht draufgehen! Laber nicht so eine Scheiße, das lasse ich nicht zu! Schrie ich verzweifelt und schlüpfte zitternd aus meiner Jacke, um sie auf seine Wunde zu pressen. Den Druck schien er dann doch zu spüren, weil er wieder einmal aufschrie. Trotz meiner Bemühungen wollte die Blutung nicht stoppen. Alles in mir flehte Gott an, ihn am Leben zu lassen. Aber auch in mir verschwand das Vertrauen. Während ich so stark auf die Wunde drückte, dass sich sogar meine Muskeln anspannten, verfiel ich selber einem Schock und erlebte alles in Zeitlupe. Wieder sah ich Andy, der mir zurief. Hinter dir! Ein vermummter Mann mit schwarzer Kleidung hechtete über die Straße und hielt auf mich und meinen verletzten Kameraden zu. War er auch ein Terrorist? Oder doch ein helfender Zivilist? Ich stockte und schon bekam ich einen Tritt auf die Brust. Ich fiel hinten über, aber mein Instinkt verhalf mir, einen weiteren Kick abzufangen. Stattdessen zog der Angreifer ein leicht gebogenes Messer aus seiner Kleidung hervor. Um Marcel nicht mit hineinzuziehen, beugte ich mich leicht über ihn und schon verspürte ich einen heftigen Schmerz. Die Klinge hatte kein Problem damit, meine Kleidung zu durchbohren und tief in mein Fleisch einzudringen. Erst schrie ich laut auf, aber dann übernahm wieder das Adrenalin die Führung. Mit der rechten Hand zog ich meine 9mm aus dem Holster und schoss dreimal auf den Feind ein. Der ging röchelnd zu Boden und blieb regungslos liegen. Schon war meine Aufmerksamkeit wieder bei Marcel, der immer noch Blut verlor und langsam blass wurde. Ich presste wieder meine Hände auf die Stelle, hatte aber nicht das Gefühl, irgendwie zu helfen. Er begann plötzlich gequält zu lächeln. Lass gut sein, Bro. Ich packe es nicht. Ich will das nicht hören. Du kackst mir nicht ab, fluchte ich. Aber meine Stimme zitterte. Er atmete nur schwer und musste husten, während meine Verzweiflung mich vollkommen absorbierte. So sehr ich auch tapfer sein wollte, es gelang mir nicht. Tränen liefen mir übers Gesicht und ich spürte Krämpfe am ganzen Leib. Schlaf mir nicht ein, du Penner! Du musst hier bleiben! Ich lass dich nicht gehen, verdammt! Ich schrie vor mich hin, was gar nicht so einfach war, weil ich von der Trauer immer wieder schluchzen musste. Seine Hand
die ebenfalls auf der Wunde gelegen hatte, fiel schwach zur Seite. Sorry, Bro. Nein, du bleibst hier. Du gehst nicht, ich lass dich nicht fort. Du bleibst hier. Scheiße. Endlich kamen zwei weitere Jeeps in den Gefahrenbereich. Und ein Soldat mit Bazooka nahm das Gebäude mit den Feinden ins Visier. Zwei Sanitäter drängten sich an den schwachen Körper von Marcel und begannen sofort mit der Versorgung. Sie stießen mich beiseite und legten ihn behutsam auf eine Trage. Ich weinte immer noch, kannte keinen Krieg mehr und wollte nur, dass mein Freund lebt. Andy legte seine Hand auf meine Schulter und folgte dann den Sanitätern. Er ist hart, er packt das schon. Sie liefen alle zu den zwei Humvees, die zur Verstärkung gekommen waren, und ließen mich alleine auf der Straße zurück. Keuchend sah ich auf meine mit Blut beschmierten Hände und bekam kaum noch Luft. Meine Lungen schienen den Dienst einzustellen und ein pochender Schmerz wanderte immer wieder über meine Stirn. Dann bemerkte ich ein Pulsieren in meinem Brustkorb. Verwirrt tastete ich die Stelle ab und bemerkte, dass mein Shirt klebte. Ich hatte wieder frisches Blut an den Fingern und es gehörte nicht zu Marcel. Ein feiner Rinnsal lief meine Brust hinab und ich erkannte schlagartig, was nun los war. Der Messerangriff. Meine Atmung beschleunigte wieder und unkontrollierbare Hitzewellen überkamen mich. Wankend humpelte ich den anderen hinterher und streckte meine roten Hände nach ihnen aus. Hilfe! Hilf mir doch! Die anderen hörten meine leisen Worte nicht und verluden weiter ihre Sachen, als die Schwerkraft mich auch schon mit aller Gewalt zu Boden riss. Ich krachte auf den rissigen Asphalt und merkte, dass sämtliche Luft aus meinen Lungen entwich. Mein Blick verschwamm und neue Tränen liefen über meine Wange, während ich flehend den Arm ausstreckte. Bitte helft mir doch! Dann wurde wieder alles neblig, als würde ich in den Traumzustand von vorhin im Jeep zurückkehren. Nichts schien mehr Bedeutung zu haben. Und die eben noch panische Welt fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Laut keuchend riss ich die Augen auf und saß sofort senkrecht im Bett. Mein Puls war beschleunigt und ich hatte heftig geschwitzt. Meine Decke hatte ich direkt von der Panik vom Bett katapultiert und ich musste mich erst orientieren. Eine mit Holz versehene Wand hinter mir. Ein Regal mit Büchern und alten Videokassetten lag direkt vor mir. Meine Hände zitterten und noch immer lief eine Träne über mein Gesicht, wenn ich auf die roten Ziffern meines Weckers starrte. 7 Uhr. Ich war kein Soldat, war nicht in Afghanistan, hatte keinen Schusswechsel miterlebt. Erleichterung ließ mich endlich wieder ruhiger werden und dann rutschte ich seufzend zur Bettkante. Oh fuck, der Traum war mir etwas zu realistisch. Und die Hausaufgaben für die Berufsschule habe ich auch vergessen.